Könnt ihr mich gut verstehen? Oh ja. Hallo Olli. Gut. Sehr gut. Gut, dann möchte ich jetzt die Friedensmahnwache hier in Dresden eröffnen. Mit der üblichen Einleitung, dass wir hier seit 2014 stehen, aufgrund der einseitigen Berichterstattung in der Ukraine-Krise. Das Thema nach wie vor hier aktuell ist und wir möchten hier einen Debattenraum bieten, in dem sich jeder einbringen kann. Das heißt, wir haben hier ein offenes Mikrofon, wo es nicht so viele Regeln gibt, außer dass wir einen respektvollen Dialog miteinander führen möchten. Und wir bitten darum, eure ehrliche Meinung euch zutage zu bringen. Keine vertieften Diskussionen, aber jeder, die können wir gerne im Anschluss noch führen, aber jeder kann gerne hier sagen, was denn so los ist, um sich auch mal aus anderen Quellen hier vor Ort von Angesicht zu informieren. Im Anschluss an die Mahnwache, die ungefähr eine Stunde gehen wird, möchten wir noch ein kleines Orga-Treffen machen, wie wir denn und ob wir denn und was wir denn nächste Woche zu unserem Jubiläum tun. Und da würde ich alle Interessierten nachher nochmal bitten, dass sie sich ja noch mit einfinden und wir es kurz besprechen. Ansonsten stehe ich hier irgendwo an der Seite. Falls es viele Redebeiträge gibt, bitte ich euch kurz bei mir zu melden, damit es nicht ein Gerangel gibt am Mikrofon. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und Erkenntnis heute am heutigen Abend, der ja schön lau und schön warm und auch wieder schön hell ist. Und ich freue mich, wieder bei euch zu sein, weil ich jetzt doch mindestens 2-3 Monate nicht so aktiv sein konnte, wie ich es wollte. Deswegen fühlt euch herzlich eingeladen und kann losgehen. Aus aktuellem Anlass des Todes der Frau von Jens, der bei verschiedenen Mitwirkenden der Mahnwache Emotionen auslöst, Fragen auslöst, wie wir, jeder Einzelne und wie wir auch als Mahnwache für Frieden mit der Todeserfahrung von Jens halt umzugehen haben und helfen wollen, angeregt, dass wir die Mahnwache erst einmal tatsächlich Mahnwache sein lassen, dann schalte ich die Anlage aus. Und dann wäre dann im zweiten Set dann sicherlich meine Anregung, dass wir dann nochmal zu Jens sprechen und wie wir damit umgehen als Anregung für den jetzigen Verlauf. Ich bedanke mich. Guten Abend, liebe Mitmenschen. Ich spreche wie immer über den kleinen Frieden, wie ich ihn nenne, also das heißt den gesellschaftlichen Frieden hier vor Ort in der Stadt. Ich war am vergangenen Freitag, dem 5. Mai, bei der Mahnwache plötzlich und unerwartet, die von Bürgern für Bürger gemacht wurde, also keine Initiativen oder Parteien oder so, die dahinter standen. Es waren wirklich Bürger aller Couleur. Und dort wurden also Ausstellungen gemacht von Menschen, die in irgendeiner Form Opfer dieser Corona-Maßnahmen, insbesondere der Injektion, geworden sind, weil das ja leider unter den Tisch gekehrt wird. Dort habe ich eine Frau kennengelernt, eine Dresdnerin, die dort stand mit dem Foto ihrer Tochter, die Anfang 30 geworden ist, vor 2 Jahren in Leipzig, also wenn man sie dorthin verlegt hat, an einer AstraZeneca-Substanz verstarb. Sie hatte auch den Totenschein mit der Diagnostik mit, wo das also auch ganz explizit drauf stand. Sie war auf dieser Mahnwache, weil sie Menschen sucht und dachte, dass es in Dresden das schon gibt, die sich da zusammenfinden, die also entweder Menschen verloren haben, weil die ja nicht ernst genommen werden von den Regierenden, die all das entfesselt haben, oder eben auch wo Menschen sind, die halt schwerste Gesundheitsschäden davongetragen haben. Sie hat uns dann dort berichtet, im persönlichen Gespräch, was mich entsetzt hat. Es ist für mich Friedensfrage, gesellschaftlicher Frieden.
sie hat trotz dieser eindeutigen Diagnose bei diesem, wie auch immer dieses Amt heißt, wo man Entschädigungen beantragt, diese Entschädigung wurde abgelehnt. Den Zettel hatte sie auch mit. Es ist unfassbar. Dann hat sie aufgrund dessen der Frau Köpping, unserer sogenannten Sozial- und Gesundheitsministerin, geschrieben, die Sandra und ich ja kennenlernen. Nein, wollten. Wir wollten die ja kennenlernen. Wir haben sie jetzt kennengelernt. Meine persönliche Meinung über sie möchte ich jetzt hier nicht äußern, weil die ist unschön. Also wie ich sie zumindest erlebt habe. Aber als sie uns dann noch erzählte, was dann Frau Köpping, die Reaktion, also ganz identisch mit dem, wie Sandra und ich diese Frau erlebt haben. Wir werden uns da jetzt auch drum kümmern. Sie möchte definitiv, dass sie jetzt Antworten bekommt, dass das aufgearbeitet wird, dass sofortiger Stopp dieser Injektion passiert, natürlich wie viele von uns eine Aufarbeitung, Aufklärung geschieht. Es ist auch interessant, was bei den Gerichten gerade diesbezüglich mit den alten Corona-Schauprozessen ist, wo also die Fragen immer offener gestellt werden. Weisen Sie uns einfach nach, dass die und die Kontrolluntersuchung, Wissenschaft und medizinische Arbeitsweise geschehen ist und so weiter und so fort. Und man bekommt keine Antwort mehr. Also ich bin ja mit vielen anderen auch eine verurteilte Straftäterin. Und wir bekommen einfach seit einem Dreivierteljahr keine Antwort mehr, nachdem wir da in Widerspruch gegangen sind, weil wir eben im Widerspruch das eingefordert haben. Und worum es mir jetzt geht, den gesellschaftlichen Frieden, was wir tun können, weil darum geht es ja. Es hat sich nach diesem Freitag dann so herausgestellt, ich habe dann einige Nachrichten via Privatnachricht auf Telegram bekommen, es ist also ein offensichtlich sehr emotionales Thema, dass es ja dort ganz viele Menschen gab von den Veranstaltern, was mich so zutiefst berührt hat und wo ich auch ganz dankbar für bin, die sich dort den Betroffenen zugewendet haben. Egal warum sie diesen Injektionen zugestimmt haben, ob sie das freiwillig getan haben, weil sie das geglaubt haben oder weil sie Angst hatten, unter Zwang standen. Völlig egal, sie haben sich diesen Menschen in Not zugewandt. Und dann habe ich das einfach auf Telegram jetzt relativ offen, diesen Dank auch kommuniziert und habe aufgrund dessen von 3-4 verschiedenen Personen dann Rückantwort bekommen und die dann doch eher ihr Unverständnis ausgedrückt haben, ob ich denn nicht wüsste, was die alles mit uns gemacht haben. Doch, ich weiß es, ich war dabei. Ich bin ja auch bloß ein Nazi-Hure gewesen oder wurde so betitelt. Ich weiß das. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn betroffene Menschen, die durch diese Injektion jetzt schwerste Schädigungen erlitten haben, so missachtet werden von dieser sogenannten Regierung, die das entfesselt hat. Und wenn sie noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr auf der Straße standen und uns beschimpft haben, wenn sie jetzt in Not sind, das sage ich nicht nur als Krankenschwester, sondern als Mensch, und um Hilfe bitten und jetzt trotzdem in einer neuen Angst sind, dann sollten wir meiner Meinung nach das tun, was Sandra und ich schon seit mehr als 2 Jahren machen, trotzdem uns den Menschen öffnen. Weil da appelliere ich dann wirklich schon eher als Krankenschwester, jetzt sind sie in Not und es ist völlig egal, wir können das andere dann nachher klären. Bitte lasst uns dann gemeinsam diesen Menschen zur Seite stehen und dann wird bei denen ja auch ganz viel passieren, weil wir waren nie deren Feinde und es gibt diesen schönen Spruch, Menschen weigert euch, Feinde zu sein, und ich möchte eben wirklich als Appell, dass wir das nochmal verinnerlichen, speziell diesen Menschen gegenüber. Dankeschön. Ja. Liebe Friedensfreunde, liebe Friedensfreundinnen, heute ist der Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus, der 8. Mai, und dem müssen wir gedenken. Das haben wir als kommunistische Organisation getan. Wir haben heute früh am Denkmal, am sowjetischen Ehrendenkmal dort gedacht und haben einen Rundgang organisiert hin zum sowjetischen Garnisonsfriedhof. 16 Uhr dann am Nachmittag fand eine städtische Veranstaltung statt und eine künstlerische Intervention, wo das Denkmal mit einem Spruch, ja, geschändigt wurde schon fast, wo da steht, dieses Gebilde ist fragil. Damit ist auch inhaltliche Fragilität gemeint. Und es wurde davon geredet auf der nachfolgenden Podiumsdiskussion, dass eine inhaltliche Kontextualisierung stattfinden soll. In der weiteren Diskussion ist ziemlich klar geworden, was damit gemeint war. Was dort passiert ist, war blanker Geschichtsrevisionismus. Es wurde in Frage gestellt, ob vom 8. Mai, vom Tag der Befreiung, geredet werden kann. Und es wurde Sozialismus und der Faschismus teilweise gleichgesetzt. Und aufgrund dessen würde ich jetzt gerne noch mal ein paar klare Worte sagen, in Form einer Stellungnahme, die von uns, von der kommunistischen Organisation, verfasst wurde. Antifaschismus heute heißt,
den westlichen Kriegstreibern den Kampf ansagen. 78 Jahre ist es her, dass die Alliierten am 8. 9. Mai ganz Europa vom Faschismus befreit haben. Die Sowjetunion zahlte hierfür den höchsten Blutzahl. Zwischen 27 und 37 Millionen Sowjetbürger starben im Kampf gegen den Faschismus. Der 9. Mai wird seither in Russland als Tag des Sieges über den deutschen Faschismus gefeiert. Aber wie ist es um den Antifaschismus in der BRD bestellt? Deutschland drängt wieder nach Osten und führt Krieg gegen Russland. Für diesen Krieg werden offen auftretende Nazis in der Ukraine von der Bundesregierung unterstützt und bewaffnet. Azov-Faschisten werden als heldenhafte Vaterlandsverteidiger gefeiert, SS-Kollaborateure wie Stepan Bandera gelten als ukrainische Nationalhelden und der faschistische Ruf Slava Ukraini gilt vor allem bei rot-grün-gelben Kriegstreibern als ehrenwerter Slogan für die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland. Der Banderismus in der Ukraine wurde und wird wieder aufgebaut. Er bedeutet Terror gegen die eigene Bevölkerung, beispiellose antirussische Hetze und Massenmord im Osten des Landes. Deutsche Panzer rollen gegen Russland und die deutsche Außenministerin ruft in den EU-Institutionen zum Krieg gegen Russland auf. In bildungsbürgerlichen Feuilletons und Talkshows wird offen die totale Niederlage für Russland gefordert. Jetzt werden auch noch Kampfflugzeuge aus Polen mit deutscher Zustimmung geliefert, ohne dass es einen größeren Aufschrei in der Gesellschaft gegeben hätte. Gesinnungsjustiz gegen Antifaschisten und Friedenskräfte. Der deutsche Staat versucht zweierlei. Er übt sich im Gedenken und Mahnen für die Opfer des Verbrechens des Zweiten Weltkrieges und führt zugleich einen Krieg mit dem Ziel, Russland zu ruinieren. Dieses Kunststück erfordert die scharfe öffentliche Zensur einer Gedenkpolitik, die die Verbindung zwischen dem imperialistischen Raubkrieg von damals und der Kriegsstimmung von heute zieht. Diejenigen, die sich gegen Kriegspolitik und Geschichtsrevisionismus stellen, werden mit Strafverfahren überzogen. Dafür würde ohne größere öffentliche Debatte eine Erweiterung des Paragraph 130 Strafgesetzbuch durch das Parlament gewunken, die bestimmte Aussagen zum Krieg als Volksverhetzung deklarieren und mit Holocaustleugnung gleichgesetzt werden. Der Antikriegsaktivist Heiner Bücker soll nach Paragraph 140 Strafgesetzbuch, Belohnung und Billigung von Straftaten, wegen einer Rede, in der er sich gegen die herrschende Darstellung zu den Kriegsursachen wandte, 2000 Euro Strafe bezahlen. Er wurde kürzlich freigesprochen, allerdings mit der Begründung, seine Rede habe nur seine Fans erreicht und damit keine weitgehende gesellschaftliche Relevanz. Auch weitere Aktivisten, wie der kürzlich verstorbene ehemalige DDR-Diplomat Bruno Marlow, wurden wegen ihrer Aussagen zum Krieg angeklagt. Die roten Fahnen der Befreier vom Faschismus, der Sowjetunion und der Roten Armee wurden verboten. Es gibt bereits zahlreiche Verurteilungen wegen Verwendung des Z-Symbols oder der russischen Nationalfahne. Es zeigt sich, die nach 1945 mit faschistischen Juristen aufgebaute BRD-Justiz erfüllt weiterhin ihren Zweck. Mit historischen Verdrehungen und geschichtsrelativierenden Urteilsbegründungen bekämpft und schüchtert sie konsequent alle ein, die sich gegen den Kriegskurs des deutschen Imperialismus stellen. Der faschistische Staat wurde zerschlagen, aber der BRD-Staat wurde als Bollwerk des Antikommunismus und der Aggression, damals gegen DR und die Sowjetunion, heute gegen die Russische Föderation, aufgebaut. Faschismus und Krieg sind keine Ausrutscher der Geschichte, sie gehören zu diesem Staat, der in seiner Geschichte die Expansion insbesondere nach Osten gesucht hat. Gleichzeitig zeigt sich, wie gut der Geschichtsrevisionismus in der deutschen Öffentlichkeit fruchtet. Es gibt wenig bis gar keine wirkliche Kenntnis über den Vernichtungskrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion. Und auch die Reste der Antifa-Bewegung sind zum Teil dazu übergegangen, Russland zu bekämpfen und sich sogar offen auf die Seite von ukrainischen Nazis zu stellen. Sie stehen ganz in der Tradition Joschka Fischers. Im NATO-Krieg 1999 gegen Jugoslawien zog die deutsche Armee es erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Richtung Osteuropa, um dieses zu unterwerfen. Um der eigenen Bevölkerung dieses Verbrechen als Kampf für Demokratie und Menschenrechte zu verkaufen, heuchelte der damalige Außenminister der BRD, Joschka Fischer von den Grünen, dass ein zweites Auschwitz verhindert werden müsse. Dies stellte nicht nur eine ekelhafte Relativierung des deutschen Faschismus dar, sondern instrumentalisierte auch die eigene Geschichte zur moralischen Legitimierung von neuen imperialistischen Kriegen. Wer sich heute den deutschen Propagandalügen entgegenstellt, wird genauso gebrandmarkt wie 1999. Die politischen Kräfte, die den von der NATO aufgebauten Faschismus in der Ukraine thematisieren, werden als Putinisten, Rechte und Verschwörungstheoretiker angegriffen. Teile der Linken sind lupenreine NATO-Linke geworden, die den Kriegskurs des Westens voll umsetzt und sich damit in das Gegenteil von dem verkehrt, was Antifaschismus einmal bedeutete. Mit wokem und queerem Label soll dem politischen Bündnis mit den ukrainischen Nazis ein progressiver Anstrich gegeben werden, der jedoch nichts am kriegstreibenden und reaktionären Charakter dieser Kräfte ändert. Sie sind willige Kräfte der westlichen Vorherrschaft und Unterdrückungspolitik. International gegen NATO und Faschismus.
Ob die Bandera-Faschisten in Kiew, die kroatischen Verteidigungskräfte in Kroatien oder die SS-Verheerer am Baltikum. Mit der NATO geht die Wiederbelebung des Faschismus zur Durchsetzung der westlichen Vorherrschaft einher. Aber in vielen Ländern regt sich der Widerstand. Die Aufgabe der Antifaschisten in Deutschland ist es, sich mit diesen zu solidarisieren und sich gegen den deutschen Imperialismus, der sich im Zuge der NATO aufrüstet und Kriege führt, zu stellen. Wir haben in Deutschland eine breit aufgestellte Palette von Herrschaftsoptionen und Ideologien. Sie reicht von Grünen wie Marie-Louise Beck, linken Anhängern ukrainischer Faschisten und Waffenlieferungsbefürwortern wie Bodo Ramelow, über fanatische Militaristen wie Boris Pistorius und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bis hin zu den Neurechten und Militaristen der AfD sowie klassischen Neonazis. Die Herrschenden können sich alle, ob linksliberal und sozialdemokratisch oder offen faschistisch, für ihre Zwecke nutzen. Als Antifaschisten dürfen wir nicht auf die linksliberale, grüne oder auch linke Maskerade der Imperialisten reinfallen, sondern müssen die NATO und ihre faschistischen Fußtruppen konsequent entlarven und bekämpfen. Diejenigen aber, die aktuell genau das tun, werden diffamiert, beschimpft und isoliert. Dagegen hilft nur eins: in die Offensive gehen und NATO-Faschisten, Russland-Feldzügler und ihre woken Cheerleader als das angreifen, was sie sind. Die ganze reaktionäre Bande, ob bunt oder punkig oder mit Höcke-Visage, gehören in den Mülleimer der Geschichte. Solidarität mit allen von Repressionen betroffenen Kriegsgegnern ist dringend geboten. Es gilt Zusammenhalt, Standhaftigkeit, Mut und Offensive. Gegen Faschismus, Neokolonialismus und imperialistischen Krieg. Nieder mit dem NATO-Faschismus. Ja, vielen Dank. Da kann ich ein kleines bisschen anschließen. Ja, wurde ja hier schon öfters erwähnt, also die deutsche Aggressionspolitik gegen Osten hat eine lange Tradition, begann ja nicht erst mit den Nazis, sondern auch schon lange vorneweg. Wurde schon gelegentlich erwähnt, vom Deutschen Ritterorden angefangen, über diverse weitere Kriege, Erster Weltkrieg, dann nach der Oktoberrevolution und Zweiter Weltkrieg und die entsprechenden Aktivitäten nach 1945 seitens BRD im Bündnis mit NATO und jetzt auch verstärkt mit EU. Ja, das zum ersten, zum zweiten Jahr. Die imperialistische Politik richtet sich nicht nur gegen Osten, sondern weltweit, dass eben versucht wird, in allen möglichen Ländern Einfluss zu nehmen, Rohstoffe auszuplündern, die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören und die so verursachten Flüchtlinge möglichst zu bekämpfen. Also da gibt es auch entsprechende Bestrebungen, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, wie dort diesbezüglich versucht wird, aktiv zu werden. Und das, wie auch angesprochen wurde, auch im Inland gibt es entsprechende Bestrebungen. Wir hatten ja schon öfters drüber gesprochen, wie versucht wird, die Bundeswehr eine immer größere Rolle im Inland zu gewährleisten, wie immer wieder beispielsweise von diversen Geheimdiensten, aber auch von anderen Kräften versucht wird, offen oder verdeckte Faschisten entsprechend zu unterstützen und so weiter. Ja, es gibt tatsächlich viele Leute, die entweder behaupten, sie wären links oder aber sich selbst zu verstehen, dass die auf solche Sachen reinfallen, aber auch das hat eine sehr lange Tradition, leider. Gut, das war jetzt erstmal der negative Teil, aber glücklicherweise, wie auch schon gesagt worden ist, gibt es auch einen positiven Teil. Also beispielsweise Sächsische Zeitung, auch in dieser Woche gab es durchaus einige Leserbriefe, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, könnte ich auch noch erklären, aber bezüglich Politik der Annäherung an Russland und so weiter ist eigentlich die Sache ziemlich eindeutig, dass gesagt wird, Versuch Annäherung an Russland, Versuch die Rohstoffe aus Russland zu bekommen zum gegenseitigen Vorteil und so weiter. Dafür braucht man sich nicht zu entschuldigen, sondern das ist durchaus eine sinnvolle Politik gewesen und wäre auch noch zukünftig weiterhin eine sinnvolle Politik. Ja, jetzt sozusagen ein kleiner Schwenk zu
der vorhergehenden Rednerin. Ich bin durchaus dafür zu sagen, diese Politik, die ich jetzt eben gerade kritisiert habe, sollte man durchaus kritisieren. Aber man sollte trennen zwischen der Politik und den entsprechenden Auffassungen, die dahinter stehen, auf der einen Seite, und den Menschen auf der anderen Seite, die diese Auffassung vertreten. Weil es gibt durchaus auch ganz viele Kräfte, die entweder zumindest in Teilfragen BündnispartnerInnen sind. Also es gibt durchaus eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, wir verurteilen Russland, aber wir wollen gleichzeitig keine Waffenlieferung und stattdessen eine Verhandlungslösung. Es gibt auch Leute, die zumindest ansprechbar sind und wo man mit ihnen diskutieren kann. Ja. Ich wurde in vergangener Woche gefragt bei den Kundgebungen zum 1. Mai, was ist dort friedensmäßig passiert. Ich habe dort festgestellt, habe ich was vergessen. Also natürlich aus kommunistischen Kreisen innerhalb der Linken wurde natürlich auch Frieden mit Russland gefordert auf dem Alaunplatz, nicht nur von der AG Frieden. Und es gibt diverse andere Gruppen, die sich entsprechend ausgesprochen haben. Ich kam ja jetzt gerade auch von einer anderen Kundgebung, die ähnlich für Frieden ausgesprochen haben und zum 8. Mai sich ausgesprochen haben. Und ich hatte ja von einer Gruppe gesprochen, wo ich auch auf Bundesebene aktiv bin, wo gewisse diese NATO-Erzählungen weiter verbreitet werden, aber ich gemerkt habe, dass ich in der Diskussion durchaus erreichen kann, dass Leute zum Nachdenken kommen und dass ich mit Leuten entsprechend Kontakt haben kann. Und aus dem Grunde, ja, selbst wenn in verschiedensten Bereichen ich mit Leuten, also ihre Position für total gefährlich halte. Das heißt jetzt nicht, dass ich versuche, sie zu bekämpfen, sondern es heißt, dass ich versuche, mit ihnen zu sprechen und versuchen rauszubekommen, gibt es gemeinsame Anknüpfungspunkte hin zu einer solidarischen Gesellschaft, hin zu einem System, einem friedlichen System, einem gerechten System. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Nur ganz kurz, meine Lieben. Das Wichtigste ist mir heute, euch allen recht herzlich Dank zu sagen, dass ihr hier seid, dass es euch gibt. Dankeschön, meine Lieben. Ich habe wieder was Neues geschrieben. Frieden wird uns nicht geschenkt. Es sind in literarischer Form die Probleme, die hier auch heute genannt worden. Nur eins will ich mehr andeuten als benennen. Ich habe das genannt Hauptproblem. Was wir hier heute schon gehört haben, ist ein Verhalten, das Ursachen hat. Es geht uns darum, dass wir die Ursachen für das Verhalten erkennen in den Verhältnissen. Wenn wir kapitalistische Produktionsverhältnisse haben, dann haben wir Verhältnisse, in denen das Geld eben nicht für die Medizin ausgegeben wird, sondern für den Krieg und so weiter. Ich bitte euch, meine Lieben, schaut euch an, was ich geschrieben habe. Es ist von uns für uns, weil es, obwohl ich es selber geschrieben habe, doch ein gesellschaftliches Produkt ist. Dankeschön. Liebe Freunde, ich habe zwei Anliegen. Das erste, ich rede eigentlich nicht gerne über mich, aber heute ist irgendwie so ein Tag, wo ich so ergriffen bin, dass ich das mal machen muss.
Ich habe hier 1965 angefangen zu studieren und da stand das sowjetische Ehrenmal hier wenige Meter von uns. Und ich bin eigentlich jedes Jahr seit 1965 an diesem Ehrenmal gewesen. Und das nicht der Form halber, sondern weil ich dazu eine echte Verbindung habe. Was ich heute erleben musste, hat mich also im tiefsten Inneren erschüttert. Es ist hier angesprochen worden, es ist also eine Denkmalsschändung übelsten Ausmaßes dort passiert. Wir standen vor dem Denkmal und es stand eben dieser Spruch, den er zitiert hat. Also noch schlimmer kann man es eigentlich nicht machen, wie man so etwas hintertreibt. Und das Allerschlimmste ist, dass eben die 60, 70 Leute, es waren hier, sind das Tausende gewesen, es ist jedes Jahr sind es dort weniger geworden. 60, 70 Leute, die dort standen, haben das im Prinzip mitgemacht. Wir haben uns dort hingestellt, haben sogar noch uns fotografieren lassen und oben drüber stand dieser Spruch, bis dann Gott sei Dank hier die jungen Leute was genommen haben und drüber geklebt haben. Aber es wäre doch unsere Pflicht gewesen, das zu wissen und das in der Nacht vorher, wenn wir dorthin kommen, abzumontieren. Aber das zeugt eben auch ein bisschen von unserem Zustand, in dem wir uns befinden. Wir können reden, 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 aber wir sind nicht in der Lage, mal unser Denkmal so zu schützen, dass es dem, wofür es bestimmt war, erhalten bleibt. Also das ist erstmal mein persönlicher, heutiger Tag. Das zweite ist ein bisschen erfreulicher. Also am 18. oder 19. Mai hat unser Dennis Duval seine 2 Monate in Bautzen fast abgesessen. Eigentlich müsste er bis Montag dort sitzen, aber weil er sich gut geführt hat und wie das in Krankenhäusern üblich ist, ist ja Sonnabend, Sonntag nur Verpflegung, kann er vielleicht schon am Freitag oder am Sonnabend raus, das erfahren wir kommenden Freitag. Und ich hätte die große Bitte, dass also die ihn dahin begleitet haben, dass wir vielleicht versuchen, zusammen ihn dort vom Gefängnistor wieder in Empfang zu nehmen. Er hat dann vor, dass wir dort in ein kleines Café gehen und noch sehr früh 8:30 oder 9, dass wir noch einen Kaffee zusammen trinken. Das müssen wir erst mal sehen, ob der Bäckermeister das wird erlauben. Das nächste ist, ich habe das letzte Mal oder das vorletzte Mal hier gesprochen, dass also Defender 23 in erheblichem Maße vorbereitet wird. Es spielt in unserem gesellschaftlichen Leben so gut wie überhaupt keine Rolle, auch in der Friedensbewegung nicht viel. Die Friedenskooperative, die eigentlich deutschlandweit ja etwas organisieren könnte, hat sich jetzt geeinigt, dass wahrscheinlich am 17. Juni in Brandenburg, das ist der Tag der Bundeswehr, also eine Veranstaltung stattfindet. Ich weiß nicht, also das muss man jetzt nochmal prüfen, ob das sinnvoll ist, dass wir da eben mit einer größeren Delegation dahin fahren oder nicht. Es wird sich bemüht, dass die Sarah Wagenknecht dort reden soll und der Rainer Braun. So, ich kann jetzt nicht sagen, ob das also die Aktion wird. Gleichzeitig ist ja hier am 17. Juni in Dresden, also von allen Organisationen, die so als rechts bezeichnet werden, hier ein großer Tag, wo sie sagen, es reicht. Wo also doch gedacht wird, dass dort mehrere tausend unterwegs sind. Und wir müssen uns jetzt einfach mal überlegen, und da bitte ich auch, dass ihr da mit überlegt, wie wir also Defender und diese Aktion rund um den 17. Juni, da hat ja zumindest für DDR-Bürger auch noch einen Beigeschmack, wie wir also das unter einen Hut bringen und wo wir also zeigen, dass Defender, das ist also auch etwas, was eigentlich über die rote Linie hinausgeht. Eine weitere einpeitschende Rede des Stefan mit V. Wenn ich Imperialist mit Weltherrschaftsanspruch wäre und mich gerade im Krieg befinde, und bei ordentlichen Imperialisten ist das mehr oder weniger ständig der Fall, dann stelle ich mir natürlich die Frage, könnte das später wieder passieren? Und falls ja, und die Antwort lautet eigentlich immer ja, will ich natürlich, dass ich später leichter habe, also mache ich möglichst alles so gut kaputt, wie es geht. Ich erinnere an die Leningrader Blockade oder irgendwie zivile Städteplattbomben, wie das im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und da schaue ich mir so die öffentliche Meinung an und dann denke ich mir,
So bei Hitler alle ganz dolle schlimm. Oder bei Stalin ganz dolle schlimm. Und der Churchill, der hat nochmal was gemacht? Hamburg, Dresden oder was? Und das ist aber irgendwie nie ganz dolle schlimm. Und der Truman, der hat Atombomben abgeworfen. Und das ist irgendwie auch irgendwie unter den Teppich gekehrt. Oder der de Gaulle, hatte der irgendwas mit Algerien zu tun und irgendwie 300 Demonstranten in Paris in den 60ern ermorden und das wird vertuscht. Da scheint wirklich die öffentliche Meinung ein bisschen verzerrt zu sein. Im Übrigen glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank. Vielleicht drei kulturelle Anregungen, insofern noch unbekannt, mit der russischen Geschichte, der deutsch-russischen Geschichte, der russisch-europäischen Geschichte umzugehen. Auf einem kulturellen Niveau empfehle ich Schostakowitsch die Leningrader Symphonie, anlässlich halt jener Leningrad-Blockade komponiertes Musikstück von Schostakowitsch. Empfehle ich von Tschaikowski 1812, der künstlerisch bewältigte den Einmarsch der polnischen Truppen. Und ebenfalls empfehle ich noch einmal zur besonderen Aufmerksamkeit Krieg und Frieden von Alexei Tolstoi, dazu mal in jenem Werke geradezu die Alltagsgeschichte eines von westeuropäischen Mächten auf den russischen Boden getragenen Krieges doch sehr eindringlich mit Friedensbotschaft verkündet, als kulturelle Möglichkeiten, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Wir reden heute über viele Kriegsopfer. Ja, das stimmt. Es gibt aber nie, andersrum gesagt, meine Opas, der Vater von meinem Vater, der Vater von meinem Papa, sind beide im Weltkrieg gestorben, in der 6. Armee von Leningrad. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren Seminare gegeben, wo man diese Opfer, nicht bloß die russischen, auch die anderen Länder, Ehren, Achtung vor denen bringen, vor das, was sie getan haben. Wenn meine Eltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern, die gelebt haben, wäre ich heute hier. Danke. Kleine Überbrückungsrede von mir, falls es noch neue Redebeiträge gibt. Momentan ist die Schlange leer gesprochen, aber ich denke, vielleicht findet sich noch der eine oder andere. Und ich möchte kurz berichten, was jetzt auch derzeit passiert in der Politik, weil das ist ja auch immer das große Ziel der Überwachung. Und führend von Nancy Faeser wird gerade darüber diskutiert, als Maskerade, als Hintergrund ist es eigentlich der Kampf gegen Kinderpornografie, aber es soll eine Chatkontrolle installiert werden, europaweit, und das sind so, ja, auf dem Weg zum Überwachungsstaat wieder eine schlimme Stufe, die hoffentlich nicht erreicht wird, und damit möchte ich weitergeben an Fragezeichen. Eine kleine, einfache Bitte mit vielleicht großer Wirkung. Ich weiß, wir sind mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob unsere Demokratie überhaupt noch was taugt. Die Frage ist, was ist im Moment die Alternative? Und ist es eine Möglichkeit, Schritt für Schritt auch hier sich vielleicht eine Verbesserung selbst zu gestalten? Es gibt seit 2 Jahren mindestens sehr aktiv die Gemeinwohllobby, die sich verfassunggebende Versammlung nennt oder gegründet hat, mit dem Ziel, unser Grundgesetz in einer Verfassung umzuschreiben und vor allen Dingen mit dem Ziel, dass wir das tun. Weil das Oberste, was auch immer noch in unserem Grundgesetz steht, ist, dass wir der Souverän dieses Landes sind und wir entscheiden, was hier passiert.
Das ist im Einzelnen immer schwierig und auch ich gehe noch sozusagen anständig arbeiten und muss meine Steuern irgendwie bezahlen und bin aber nichtsdestotrotz auf der Suche, auch das zu umgehen. Nicht, weil ich keine Steuern bezahlen will, nicht, weil ich der Meinung bin, dass es Schulen, Krankenhäuser oder Straßen zu geben hat, die wir als Volk, als Bürger brauchen. Aber ich möchte eben gerne, dass es Schulen und Straßen und Krankenhäuser, eine Gemeinwohlversorgung gibt und dass mein Geld definitiv niemals und nicht für Kriege verwendet wird. Darum der Aufruf von der Gemeinwohllobby, einfach mal sich mit zu beteiligen an der Möglichkeit, diese Verfassung in Kraft zu setzen, diese Verfassung zu gestalten. Ich habe hier im Moment bloß 5 Ausdrucke und lege die hier hin. Jeder, also diese Initiative geht schon so weit, dass da schon sehr viele Artikel geschrieben worden sind, in Abstimmung mit den Menschen, die es bis jetzt getan haben. Die sind immer noch im Netz verfügbar, man kann also auch da immer noch Kommentare hinterlassen. Und jetzt geht es eben darum, diesen letzten Schritt zu gestalten, das in die Gesetzgebung einzubringen. Da gab es schon immer mal Versuche, die sind zum Teil an zu wenig Beteiligung gescheitert, zum Teil sind sie abgelehnt worden. Nichtsdestotrotz steht ja dahinter, wir sind der Souverän. Und wenn wir alle das wollen, dann muss es einfach eine Verfassung für unser Land geben. Und ein Bestandteil dieser neu geschriebenen Verfassung ist, dass wir friedvoll mit allen Völkern dieser Welt leben wollen. Deswegen lade ich euch ein, nehmt es euch mit und lest nach. Okay, dann machen wir. Kopieren wir dann. Ich kann das auch nochmal schicken. Oder machen wir es so. Ja, Katja schickt mir das anders. Ich kann das in den Verteiler stellen und dann könnt ihr das so sehen. Ja, guten Abend. Ich würde gern Bezug nehmen zuerst mal auf Vivians Beitrag. Eine Information an der Stelle, also es gibt, glaube ich, in Deutschland, in Westdeutschland irgendwo eine Stelle in einem Krankenhaus, wo man tatsächlich, also als Anlaufstelle, als Betroffener mit diesen Marburg. Ja. Genau, in Marburg, mit diesen Schädigungen von den, heftigen Schädigungen von diesen Injektionen gezielt behandelt werden kann. Die Warteliste ist wohl derzeit über 7000 Menschen. Also auch an der Stelle sieht man, wie menschenverachtend das Ganze läuft. Es ist alles, die Schuldigen sitzen immer noch in ihren Ämtern oder sind eben, laufen immer noch frei rum. Deswegen ändert sich auch nichts, deswegen auch nur dieses Gefasel vom Versöhnen, was nur Gefasel ist. Die Wissenschaftler, die sich schuldig gemacht haben, haben inzwischen längst zugegeben, dass das alles nicht stimmt. Allen voran Fauci selber, der also in einer Veröffentlichung letzten Herbst schon zugegeben hat, dass es eigentlich für Atemwegserkrankungen überhaupt keine funktionierenden Impfungen gibt, bis heute. Und dass man da mal ein bisschen forschen müsste. Oder auch die sogenannten Erfinder von diesem tollen Impfstoff hier in Deutschland, die ein ganzes Buch darüber geschrieben haben, über ihr Heldentum. Und ja, eigentlich damit auch ein großes Geständnis abgelegt haben für ihre Schuld. Positives Signal fand ich jetzt diese Woche in Slowenien, hat immerhin der Staat gesagt, wir werden jetzt alle Gerichtsverfahren wegen Maßnahmen, alle Bußgelder nicht nur für ungültig erklären, sondern auch zurückzahlen. Ja, ja. Ist ein tolles Vorbild. Genau, aber dass das eben immer noch so läuft, da würde ich jetzt die Brücke schlagen. Heute ist ja Tag der Befreiung. Ich kann mich eigentlich dem zweiten Reden auch in fast allem genauso anschließen. Ich würde mal anfangen, es ist ja der Tag der Befreiung und mit der Frage, sind wir denn befreit worden? Ich will jetzt sozusagen nicht genau in diese Bresche schlagen, in die das System gerade geht. Ja, ich will keinen Geschichtsrevisionismus, sondern einfach mit dem Wort Freiheit auch anfangen. Diese Freiheit ist von außen erkämpft worden. Und im Osten hatten wir danach
eine Form von Kommunismus, nicht so schlimm wie der in der Sowjetunion in den 30er Jahren, aber es war sicherlich auch kein System, in dem die Freiheit einer obersten Rangordnungsstelle stand. Ja, und im Westen, wie schon sehr gut dargelegt wurde, ist der Faschismus einfach in einer weniger offensichtlichen Form, weniger stark institutionalisierten Form, aber hinter den Kulissen weitergelaufen. Die Verbrecher konnten einfach fliehen, konnten dann später zurückkommen über die Rattenlinie, über Operation Paperclip, über die USA, zum Teil einfach auch weiterhin in Ämtern. Die USA haben mit denselben Verbrechern dieselben mörderischen, widerlichen, menschenverachtenden Versuche an Menschen weitergemacht. Über ganze Folterprogramme, die bis in die heutige Zeit stetige Kontinuität aufweisen. Man hat es in Abu Ghraib gesehen, was deutlich die Handschrift der deutschen Konzentrationslagerärzteforschung noch trägt. Und von daher würde ich sagen, dieser Faschismus ist zumindest in der westlichen Hälfte, der wir ja nun beigetreten sind, eigentlich nie überwunden worden. Und die Interessen dahinter bestehen einfach immer noch. Und das sind Kapitalinteressen. Und ich möchte natürlich jetzt nicht so negativ enden. Es ist halt, am Tag der Befreiung geht es ja darum, dass man über die Freiheit nachdenkt, und die wird eben wieder Frieden einem nicht geschenkt, sondern die wird erkämpft. Und lasst uns einfach weiter kämpfen. Ich möchte nur eine kurze Ergänzung zum Robert bringen. Es hat leider, ist das weiter so gegangen, also nicht nur nach dem Dritten Reich sind die Personen übernommen worden, sondern wir wissen aus Berlin vom ehemaligen Senator Herrn Geißel, der seinem Namen leider auch alle Ehre gemacht hat, alter SED-Kader. Und hier in Dresden haben wir das bei der Frau Köpping, die von 86 bis 89 SED-Kader war, also hat dort auch Staatswissenschaften in der DDR studiert, heißt also keine Ahnung, was sie gearbeitet hat, was ich persönlich als Arbeit bezeichnen würde, da bin ich jetzt ein bisschen böse. Und ist auch erst 4 Monate, als alles schon am Zusammenbrechen war, vorher ausgetreten und ist dann, wie wir alle wissen, nahtlos in das System eingestiegen, das sie bis genau kurz vorher angefeindet hat. Nur einfach zur Information. Genau, es läuft weiter so. Gut, um ein paar Missverständnisse zu beseitigen. Erstens, zu DDR-Zeiten war nie davon die Rede, dass wir Kommunismus hätten. Das war sozusagen ein ganz weites Fernziel. In den 50er, 60er Jahren wurde versucht, Sozialismus aufzubauen, anschließend die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten. Ja, es war so, das ist jetzt ein kleiner Bezug auf das, was jetzt immer wieder gesagt wurde, ja, wenn man versucht, ein schlechtes System zu bekämpfen, besteht sehr schnell die Gefahr, dass man selbst die Methoden oder die Einstellung nur mit entgegengesetzten Vorzeichen übernimmt, und dann besteht sehr schnell die Gefahr, und das hat man in der DDR gesehen, dass versucht wird, ein antifaschistisch-demokratisches System aufzubauen, aber praktisch viele Herrschaftsmechanismen einfach übernommen worden sind. Und ja, wenn ein Herrschaftssystem aufgebaut ist, besteht dann sehr schnell die Gefahr, dass Leute, die nicht aus Überzeugung handeln, sondern einfach aus Karrieregründen und so weiter, sich dann anschließen, und wenn dann sich der Wind dreht, dann sehr schnell die Seiten wechseln. Ja, das hat man beispielsweise eben daran gesehen, dass eben 89, 90 ganz viele Leute, die vorneweg 150%ig waren, dann plötzlich überzeugte Kapitalisten geworden sind. Und während Leute, die sagen, ja, wir haben eigentlich die kommunistischen Ideale weiterverfolgt, die hatten dann im neuen System ganz große Probleme. Und wie gesagt, das wurde ja jetzt auch angesprochen, ja, wenn man gegen das jetzige System
opponiert, dass dann durchaus die Gefahr besteht, Hass und Wut zu entwickeln und dass das unter Umständen dann zu ähnlich negativen Folgen führen kann und dass sich das dann gegenseitig aufschaukelt und so weiter. Wie gesagt, ich kann niemanden kritisieren, der diese schlimme Erfahrung gemacht hat, der jetzt entsprechend darauf reagiert. Ich wollte bloß auf die, auf die Folgerung darauf hinweisen. Wie gesagt, ist jetzt kein persönlicher Vorwurf, kann ich absolut verstehen. Wie gesagt, genauso wie ich verstehen konnte, dass Leute, die unter dem Faschismus gelitten haben, dann zu DDR-Zeiten auch Leute verfolgt haben, die sie zwar als Faschisten betrachtet haben, aber eigentlich aus ganz anderen Motiven behandelt haben. Wie gesagt, ich halte es für einen großen Fehler. Ich kann es verstehen und ich möchte, dass dieser Fehler nicht wiederholt wird. Und ja, es wurde auch schon oft darauf hingewiesen, ja, man muss es auch nicht wiederholen. Es gibt durchaus die andere Seite, die versucht, dieses, das anders zu machen. Ich habe dort drüben diesen Spruch gelesen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Oder ja, Brechts Gedicht an die Nachgeborenen, ja, auch den Hass auf den Unrecht verzerrte Züge oder so ähnlich hieß das, ja. Aber es gibt durchaus Gedicht an die Nachgeborenen endet ja sinngemäß, ich krieg's nicht ganz wirklich zusammen. Diejenigen, also ihr, die ihr in einer Gesellschaft lebt, wo der Mensch des Menschen Freund ist, gedenket unserer mit Nachsicht. Danke. Hallo, danke Uwe. Das war auch eigentlich mein Plan, nochmal irgendwie einen positiven Abschluss zu finden, weil, also, wer mich länger kennt, das ist, glaube ich, hier niemand, der mich wirklich lange kennt, weiß eigentlich, dass ich so ein fast schon krankhaft optimistisch bin. So ein Stehaufmännchen, egal was auch immer das Leben für tiefe Gruben bietet. Ich gehe da durch und komme am Ende irgendwie rauf, keine Ahnung wie, aber irgendwie lande ich immer wieder oben. Und ich merke, dass es zurzeit echt schwer ist, bei all dem, was so ansteht, was so an Plänen da ist, was man jetzt schon sieht, was an Katastrophen passiert. Und ich habe gerade manchmal ganz schön zu tun, irgendwie das oben zu sehen und das Licht zu sehen. Und ich mag gerne uns alle wirklich ermutigen, einfach immer weiterzumachen, nicht aufzuhören. Der Lothar liegt mir schon eine ganze Weile in den Ohren mit, wir müssen mal irgendwie ein bisschen zackiger werden, die Presse dazu bringen, dass sie über uns schreiben muss. Weil es einfach wichtiger denn je ist, einfach einzustehen für unser Leben, für unsere Rechte, für das, was wir wollen, für den Frieden, für ein friedliches Miteinander und für all das, was wir in unseren Herzen tragen und wovon wir träumen, wie schön das Leben sein kann. Und das Leben ist schön. Und dafür sollten wir immer einstehen und uns einfach alle Gedanken machen, wie wir alle zusammen für Aufruhr sorgen können, für Aufmerksamkeit sorgen können, dass man uns wahrnimmt und dass wir hier nicht irgendwie, ich freue mich ja, dass heute so viele da sind, aber die paar Leute, sondern dass einfach wenigstens die Stadt oder das Land Sachsen auf uns schaut schon mal, weil es die Presse hier vor Ort berichten muss, weil wir Aufsehen erregen. Bitte, bitte macht alle mit. Es war der Herr Schäuble, dann zwischendurch mal der Finanzminister dieses Landes gewesen, der einen allzu wahren Satz und eine allzu bedeutende Information vor den laufenden Kameras, sogar der Mainstream-Medien, formulierte, als Herr Schäuble sagt, wohl vor 10 Jahren, Deutschland sei seit der Kapitulationserklärung am 8. Mai 1945 keinen Tag mehr souverän gewesen. Das war ja der Grund, warum Carlo Schmitt gesagt hat,
dass wir nur ein Grundgesetz beschließen könnten, weil wir nicht die Souveränität des ganzen deutschen Volkes hätten, eine Verfassung zu deklarieren. Aber es war und gehörte zu den Grundgesetzpräambeln zu definieren, dass nach der Wiedervereinigung endlich das ganze vereinte deutsche Volk sich endlich in einer öffentlichen Debatte endlich diese gemeinsame deutsche Verfassung zu geben habe, als Ausdruck seiner Souveränitätserklärung. Dieser große Sündenfall und dieses Grundgesetz gebotene Gesetz wurde 1989 in die Tonne getreten und dass wir uns deshalb, auch jetzt wie es sich eklatant seit 2022 zeigt, als nützliche Büttel der angloamerikanischen Außenpolitik dann in der entsprechenden Gefolgschaft in diesem Krieg gegen Russland instrumentalisiert beteiligen, dokumentiert um ein weiteres Mal die unabdingbare Notwendigkeit, dass wir in Deutschland insgesamt fernab einzelner politischer Fragen tatsächlich die grundsätzliche Frage zu beantworten haben. Wie gestalten wir im Rahmen des Self-Empowerments genau diese Verfassungsdebatte, die das dann auch inhaltlich ausschließt, dass sich Deutschland durch externe Mächte noch mal jemals an so einem ungerechten Krieg beteiligt. Da kann ich also die Bitte von dir also unbedingt aufgreifen von Katja, das ernster zu nehmen. Zum einen aber dabei natürlich den alltäglichen Widerstand, den wir zwischendurch gegen die ultrabrutale Militarisierung der Gesellschaft dabei nicht zu vernachlässigen. Als Bitte. Ich möchte im Grunde genommen, dass wir jetzt mit der Mahnwache vielleicht so langsam Richtung Jens. Der Tod von Jens ist ein Einzelschicksal. Die Mahnwache hat sich vor 9 Jahren gebildet, als es uns um die Ukraine ging, um Krieg. Krieg, Sterben, Tod. Jetzt ist der Umstand eingetreten, dass es den ein oder anderen Menschen gibt, der meint, wir sollten unter Umständen, wie wir uns als Mahnwache zu dem Schicksal von Jens zu verhalten hätten, die 15. Mai ausfallen lassen. Ich möchte allerdings anregen, dass wir ohne Mikrofon dann das Gespräch zu Jens hier miteinander bitte führen und auch mit der Überlegung, ob wir es nicht doch kulturell, inhaltlich, menschlich, emotionell bewältigen können. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil Menschen sterben. Und das ist ein Trauerfall, schon immer gewesen. Und das haben wir auch nie gefeiert. Ob es uns gelingen kann, das Schicksal von Jens ein Stückchen weit zu unserem zu machen, wie wir allerdings auch das Schicksal aller Menschen in ungerechten Kriegen zurzeit noch fallen, zu unserem zentralen Thema und im Sinn überhaupt der Mahnwache gemacht, ob wir uns vorstellen könnten, dass wir es nicht ausfallen lassen müssen, sondern in Angedenken der schmerzhaften Erfahrung eines Todes halt den Stil vielleicht des 15. Mai entsprechend dann würdigen, als Anregung von mir, aber das Genauere wird sicherlich jetzt im Gespräch ohne Mikrofon zu klären sein. Ja, ich bin dafür auch ganz verliebt, der ist angemeldet, Also versuche ich meine Organe auch ein bisschen anzuheben und möchte einfach die Einladung nochmal machen, dass wir darüber sprechen, was wir denn zu unserem Jubiläum, zu unserem 9-Jährigen tun am nächsten Montag.
Und vorher möchte ich noch die Forderungen der Friedensmahnwache verlesen. Die da wären: Stopp deutscher Kriegsbeteiligung und das Verbot von Rüstungsexporten. Keine Bundeseinsätze im Ausland und im Inland, die Bundeswehr hat eine Verteidigungsarmee zu sein. Kein Drohnenkrieg von deutschem Boden, keine Atomwaffen auf deutschem Boden. Respekt vor dem Leben statt Ausbeutung und Profitzwang. Politik für das Allgemeinwohl statt Lobbyismus und Korruption. Humanismus statt Kapitalismus und nicht zuletzt für